Du musst ganz böse gucken. Nicht böse, nicht freundlich, böse. Oh, das ist jetzt aber auch echt böse. Was ich will, bist du. So, ich glaube, wir gehen nochmal. Den Job sozusagen angetreten als Lehrer. Ansonsten hat er nochmal, wir werden ja gefilmt, wie zum Beispiel. Daneben gibt es dann hier ganze Kurven. So, die Filmcrew lernt sich kennen. Die ersten persönlichen Fragen werden gestellt. Harte Bande wird geknüpft. Genau, und da. Also, ich muss dich so angucken, ich gucke mal die Kamera so an. Ja, das ist, weil du mediengeil bist. Der Scheiße. Der sieht so gemütlich aus. Mehr Energie rein, was da? Jetzt aber tief Luft holen. Willst du den Typ auf der Uhr? Willst du ihn nicht? Was ist das für eine Situation hier? Das gab es ja noch nie, so lange wurde ja noch nie gekämpft. Bis einer müde ist. Der historische Ermüdungskampf. Andere Hand rein. Dann kommen irgendwann die Komparsen. Und die Komparsen werden eigentlich nur für zwei Einstellungen benötigt. Denn nämlich die dritte Kino-Einstellung später ist, sieht so aus, die Kamera sitzt auch im Publikum quasi, ein paar Köpfe davor. Man sieht euch spielen, alle sechs diesmal, alle sechs spielen auf der Bühne. Im Hintergrund sieht man keinen von euch auf der Leinwand, sondern also als Spielender. Sondern nur so eine, aus allen Filmen, die sozusagen vorliefen, so Verfolgungsjagden. Möchten das nicht mit den Fotos? Möchten das nicht mit den Fotos da? Nein. Tille, erzähl doch mal, wie spät ist es und wie fühlst du dich? Also wie spät ist es, weiß ich nicht, und wie ich es fühle, Alter, das kannst du wohl an meinem Gesicht ablesen. Scheiße. Wie spät ist es denn? Wie heißt du? Alle, die weich machen, jetzt los. Darf ich dir über die Linse lecken? Ja. Lecke. Also, Kai sagt, alle, die weich machen, jetzt los. Okay, dann müssen wir die Pferdesattel, ne? Rufen wir ein Taxi. Oliver, ja. Taxi. Na, Ben, hast du gut geschlafen? Ganz hervorragend geschlafen. Mhm. Dürfte sich aber noch an den Augen etwas Müdigkeit abzeichnen. So, Maestro, wie sind Sie denn so zufrieden mit dem Fortgang des Projekts bis jetzt? Nur das Bier ist alle. Was? Okay. Das ist ein bisschen das Problem. Wirkstoff muss her. Alles klar. Der Motor muss geschmiert werden. Ja. Ich zeig mal, wie das wird. Das vom Look her, wie das später so aus. Da machen wir später so ein sowas. Ja. So sieht das dann später aus. Ja. Kannst du das mal bewegen? Wir zeigen, wie das geht. Das ist Da müssen wir erst die Renderfarm, die haben wir jetzt nächste Woche gemietet. Okay. Ab zur Renderfarm. Ab zur Renderfarm. Kleister, close und dann springe ich zurück. Genau, dann kannst du ja ein Insert machen, wie so den Pinsel aus
so ran, zack, das hältst es hier mit fest, also nur so, hältst deine Hand da und streichst dann mit der anderen Hüfte zu. Ja. Ja, bitte. Ja, okay. Super. Ach, du hast ja meine Bettgehzeit neuerdings. Ja. Ich muss um 8 ins Bett. Wie lief es denn hier oben im Projektionsraum? Ein Träumchen. Eigentlich haben wir gerade einen ganz guten One-Take-Lauf. Wow. Kerstin One-Take, sagt man ja auch. Ne? Ja, so kennt man mich. Ich spul dann mal. Ja, spul nochmal zurück. Ja. Okay. Alles auf Anfang. Okay, auf Anfang. Also, jetzt kostet jeder Rucker 5000, oder was? Ja. Sag doch mal deinen Spruch mit dem Planeten Trottel. Nee, nicht erst, du spielst ja wohl. Ich bin ja wohl vom Planeten der Trottel. Dass ich das hier mitmache überhaupt. Ich schmeiß hin jetzt. Okay. Ihr tickt ja nicht ganz sauber.